damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby Return to Dreamland Deluxe. Aber leider nur die Demo. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal Stage 2 komplettiert. Dadurch hat sich scheinbar nicht Stage 3 und auch nicht Stage 4 geöffnet, sondern bei Stage 5 der Bosskampf. Was bedeutet Stage 3 und Stage 4 werden wir dann im normalen Let's Play sehen. Aber wir drücken jetzt erstmal X und gehen in das lustige Magoland. Das klingt interessant, da würde ich ganz gerne mal vorbeischauen. Und das tun wir jetzt nämlich auch mal. Lustiges Magoland. Rein da. Grüß dich, Kirby. Herzlich willkommen im lustigen Magoland. Diesen Park habe ich persönlich erbaut und mit allen möglichen Minispielattraktionen und vielen anderen tollen Sachen gefüllt. Sogar eine Stempelrallye gibt's bei mir zu erleben. Die ist eine echte Wucht. Erlebe all die Minispielattraktionen und verdiene dafür schöne Stempel. Warum denn nicht? Ach so, und als extra Dankeschön für deinen Besuch hier ein fesches... Fesches? Was heißt fesches? Ein krasses Souvenir von mir. Bitte sehr, bitte gern. Kein Thema. Neue Kostümmaske halten, verkleide dich als Ronald D. Let's go. Und ein Energiedrink. Ein Energiedrink. Kein Y, es ist ein IE. Der Souvenirladen auf dem Eingangsplatz bewahrt all deine Souvenirs sicher für dich auf. Schau mal dort vorbei, wenn du Zeit und Lust hast. Oh, wir können Meta-Knight sein. Dann mal viel Spaß, ja? Wünsche beste Mago-Laune. Das dreidimensional? Das ist krass vor allen Dingen. Also dreidimensional im Sinne von, ihr wisst Bescheid. Das ist ja cool. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Minigames einfach mal von links nach rechts an. Scheinbar kann man noch weiter nach oben gehen. Ne, wir können gar nicht in die Türen rein. Ah, Blaster Ballerspaß ist das erste. Wir werden die nicht in jeder Schwierigkeit durchspielen. Ich zeige euch einmal, es ist ja nur die Demo. Deswegen, ein Tutorial. Brauchen wir ein Tutorial? Wir machen das ohne Tutorial. Wir kriegen ein Tutorial. Drücke B, um deine Gegner unter Beschuss zu nehmen. Halte B gedrückt, um einen Kurvenschuss abzufahren. Triffst du Gegner zweimal, werden deine Schüsse stärker und erhalten mehr Rums. Gib Acht, dass dir die Munition nicht ausgeht. Nutze Energiekapseln zum Nachladen. Ist das dreidimensional? Das wäre jetzt mega krass. Drücke A zu springen, um gegnerischen Schüssen auszuweichen. Schnapp dir den Super Blaster, sobald er erscheint, und schalte damit so einen mächtigen Super Blast frei, der halt durch Wände durchgehen kann, wenn ich es richtig gelesen habe. Habe ich Bock zu? Ey, das ist ja cool. Das ist wirklich dreidimensional. Ja, gegen CPUs. Ich habe vergessen, wie man ballert. So. Oh, mein Blaster ist leer. Nee, ich mache jetzt den blauen hier. Nee, let's go. Ja, let's go. Oh mein Gott, Max Level. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Let's go. Er wurde getroffen. Oh, oha. Ja, nochmal er. Er ist der Schlaue. Der Blaue ist der Schlaue. Der macht mir Angst. Dieser, König DDD Waddle Dee. Ist down. Let's go. Oh, yes. Der braucht nur noch einen Treffer. Komm schon. Oh, das war knapp. Let's go. Damit ist auch er komplett aus dem Leben gefeuert. Let's go. Let's go. Let's go. Ende. Hä, das macht mega Bock. Erster, zweiter, dritter. Selbst das Siegespodest sieht mega krass aus. In 53 Sekunden. Guys, falls ihr die Demo auch habt, die ist tatsächlich kostenlos, schreibt mal unten in die Kommentare, was eure Bestzeit ist in dem Game. Und dafür sogar hier ein Achievement bekommen. Du hast Level 2 und Level 3 freigeschalten. Ja, ich will aber noch ein bisschen was anderes sehen. Einmal gespielt. Dafür 6 Stempel und ich bekomme Zufallsspender. Und zwar 2 Stück. Okay, ich bekomme direkt alles. Sorry. Neue Kostüme hast gehalten. Verkleide dich als Kine. So ein Fisch halt. Hör doch auf. Wie viele Stempelkarten gibt's denn? Oh, das ist alles, was wir spielen können. Nee, da oben ist noch was. Seht ihr das? Wenn wir jetzt hier hochfliegen, gibt es hier
Ninja-Scheibenschießen. Wir spielen natürlich als Lehrling, ich habe ja keine Ahnung, wie es geht. Oh, wirf Ninja-Sterne, indem du den Joy-Con schwingst. Ja, dann hole ich mir nochmal die Joy-Cons hierher. Versuche das Ziel zu treffen, das sich über den Bildschirm bewegt. Ja. Je mehr... Nee, ich will... Ja, je näher deine Ziele in der Mitte ankommen, desto besser. Finde ich gut. Nee, ich will... Nein, ich muss hier so machen. Ach so, weil der was von Joy-Con-Dings gemacht hat. Ja, und wie, was muss ich jetzt drücken? Mir wurde erklärt, ich soll hier... Ich versuche einfach alles. Übe dich in Ninja-Kunst. Wurfsterne bereit. Ich weiß nicht, wie ich schieße. Ich... Mit A. Chillen bringt nichts. Hä? Oh. Ja, null. Obviously, ich habe ja vorher... Ich habe nur einen einzigen Wurfstern, glaube ich. Ich probiere das nochmal. Okay, ich bin ready. Ich bin ready. Guys, wir sind ready. Boom. Let's go. Ins Schwarze. Treffer versenkt. 100 Punkte. Plus 3, also 130 Punkte. Oh, jetzt kommt das Zweite. Oh, der war schlecht. Aber das ist auch so Ding, Ding, Ding. So wie dieser Sperrbildschirm von manchen DVD-Playern, von den alten. Ah, es ist kritisch. Oh, ins Schwarze, let's go. Wunderbar, direkt in das Gelbe. Auch wenn es ins Schwarze heißt, ist egal. 115 Punkte nehme ich da in meine Tasche mit. Let's go, alle drei Ziele getroffen. Neuer Rekord, 277 Punkte. Euren Punktestand auch in die Kommentare. Ja, ich habe schweren Schwierigkeitsgrad. Nee, ungern. Ungern nochmal. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Meine Stempelkarte möchte bitte ein bisschen hier, ein bisschen mehr. Zweimal Kanone habe ich bekommen. Und in der Schatztruhe befindet sich ein neues Kostüm, und zwar der Koch Kawasaki. Ist Kawasaki nicht eine Rollermarke oder so? Keine Ahnung. Ja. Aber wir haben mal hier ein bisschen... Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mit X zurück zum Story-Mode. Und klatschen noch ganz kurz den Boss. Ich habe nämlich gehört, dass sich das Boss-Level aufgemacht hat. Und wir da doch mal vorbeischauen können. Was will er? Komm, hier. Sei mir gegrüßt. Ich bin den weiten Weg aus einer fernen Welt gekommen. Genauer gesagt, aus einem phänomenalen Vergnügungspark. Dem lustigen Magoland. Ich führe dort einen Souvenirladen. Ach, du bist der Souvenirtyp. Ja, genau, der bin ich. Nun denn, wie kann ich dir helfen? Ja, ich will so eine Maske aufsetzen. Er ist halt schon krass, ja, komm. Also, er sieht halt schon wild aus. Danke für deinen Besuch. Falls du dir eine Maske abnehmen möchtest, drücke den rechten Stick. Um die Maske wieder aufzusetzen, drücke ihn erneut. Ja, ich würde sagen, damit steppen wir jetzt hier hoch zum Boss-Level. Let's go, guys. Seid ihr alle ready? Ich bin sowas von ready. Let's go. Oh, wir werden erstmal vollgeheilt. Das macht mir Angst. Was kriegen wir? Boomerango, Feuer oder... Ich habe vergessen, was das hier ist. War das mit dem... Ja, das war sehr stark. Doch, das nehmen wir, komm. Ich bin ready. Ist es der Baum mal wieder? Das wäre so cool, wenn es der Baum ist. Let's go. Wer Kirby nicht kennt, das ist Tropical Woods oder wie er heißt. Der Baum halt, der ist mega bekannt. Geisteskrank. Ja. Oh ja, da kommen auch schon die Äpfel. Oh, er kommt hier mit. Wispy Woods heißt er. Hieß der schon immer Wispy Woods? Weil in Kirby hieß er, also in Vergessene Land hieß er. Oh, no! Lass mich frei! Er hat mich aufgegessen, einfach. Oh, jetzt wird's hart hier, jetzt wird's hart. Jetzt kommen ja auch noch Gegner in das Spiel hinein. Ist aber nicht mehr viel. Nee. Let's go. Ist er schon down? Hat er mehrere Phasen? Weint er? Er weint. Wenn er immer so eine Träne hat, dann weint er. Let's go, wir haben die Federn des Schiffs unseres Freundes bekommen. Ist das nicht schön? Voll geheilt und...
Ja, wunderbar. In der Vollversion warten noch viel mehr Stages und Spezialpower auf dich. Ist das ein Roboter? Ey, das Spiel sieht ja mega krass aus. Allerlei Herausforderungen und Bosse erwarten dich auf deinen Abenteuern. Oh mein Gott. Guys, auf dieses Game habe ich mega Bock. Es kostet 60 Euro, was meiner Meinung nach für ein Remake ein bisschen zu teuer ist. Ich werde es mir trotzdem holen und für euch let's playen, damit auch ihr was davon habt. Das lustige Margot ist dann prall gefüllt mit tollen Minispielattraktionen. Oha. Memory? Nein, Center Sass oder wie auch immer das heißt. Erspielte Kostümmasken können sogar im Story-Modus eingesetzt werden. Ich freue mich mega auf das Game, das wird krass. Und nach Abschluss der Story beginnt eine ganz neue Erzählung. Bonus-Content? Du kannst Margot auf seiner Reise zwischen den Dimensionen zur Seite stehen. Ist das nur für die Switch-Version? Das ist ja voll krass. Margalor muss Magie sammeln, um seine Mächte zu stärken. Guys, der Hype ist real. Ich habe so unfassbar Bock auf dieses Game. Schneeball-Kirby. Riesenhammer-Kirby. Ob Abenteuer oder Minispiele, hier ist alles absolut Deluxe. Bombentennis, why then auch not? Oh, der Sheriff. Alle Spielmodi können... Dankeschön. Wie cool. Die Geschichte geht weiter in der Vollversion. Okay. Guys, ich glaube... Oh, jetzt können wir Wispy Woods X antreten. Spezialpower Test Room ist mir egal. Wir treten erstmal gegen die schwerere Version von Tropic Woods an. Oder wie hieß der jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Eigentlich will ich in die Stages rein. Das ist ja mega krass. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr das Spiel auch schon direkt vorbestellen und euch das Ganze gönnen. Genauso wie die Demo. Jetzt will ich aber unbedingt Tropic Woods nochmal besiegen. Geist, wir besiegen den jetzt nochmal. Nur in schwerer. Ich werde leiden, oder? Werde ich leiden? Ist es so viel schwerer? Möchtest du den knallharten Kampf gegen Wispy Woods X wagen? Ja, let's go! Dafür bin ich hier! Oh, ich habe weniger Leben. Oha. Ich mach damit. Komm, wir machen damit. Der Hype ist real, guys. Der Hype ist real. Wir haben wieder eine Animation. Ich hoffe, die letzte Folge war nicht zu kurz. Ich glaube, 10, 15 Minuten sind okay für eine Demo. So. Wispy Woods. Ja, okay. Ich habe tatsächlich lost, wie ich bin, meine Items hergegeben. Ich werde das nicht 10.000 Mal probieren, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Hier kommen wieder die Stacheln. Bitte Äpfel. Äpfel sind gut. Ich habe fast keine Leben mehr, hä? Ich saug doch, ich hab doch voll... Das ist Scam, meiner Meinung nach. Ey, das ist mega schwer. Gibt's auch eine Heilung? Ja, was soll das? Also, was soll das denn? Ich werde den Kampf safe nicht probieren. Ein Treffer, ich bin tot, oder? Nein! Triff doch! Hallo! Hälfte Leben. Boah, der ist schwer. Ich glaube aber, dass wir uns diesem Kampf in der Vollversion stellen werden. Weil
Das ist, also für mich ist das jetzt zu viel noch hier. Ich will die Demo gut abschließen. Deswegen, Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn das neue Let's Play losgeht. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.